Herzlich willkommen zur nächsten Runde. Die nächste Folge mit dem Christian und mir. Und wir haben uns wieder ein wunderschönes Thema für euch ausgesucht. Und zwar wollen wir heute darüber reden, über Trainingssysteme und warum es vielleicht wichtig ist, ein System zu haben oder einen systematischen Ansatz für Training und wie das Ganze zusammenhängt mit Individualisierung vom Training und mit Variation des Trainings und Anpassung an alle Gegebenheiten. Habe ich das richtig zusammengefasst? Absolut richtig, ja. Jetzt könnte man, oder ich mache mal sowas wie den Devil's Advocate, ja, und würde sagen, alle Trainingssysteme scheren alle Trainingsmaßnahmen über einen Kamm und vernachlässigen dadurch die Individualität, weil wenn ich jetzt zum Beispiel das Trainingssystem, die Texas Method nehme, dann habe ich ein uraltes Trainings, ein Urgestein des Powerlifting-Trainings, dann habe ich 5x5 Wiederholungen, dreimal die Woche, einmal mittelschwer, einmal leicht und einmal schwer, und dann steigert sich das die ganze Zeit und dann mache ich nur Kniebeugen, Bankdrücken. Und das wäre ja ein Beispiel für ein Trainingssystem, würden manche sagen. Ja. Da habe ich ja gar keine Individualisierung. Also das Einzige, was vielleicht individuell ist, ist, du hast ein Maximum, das du einsetzt, und dann in Relation zu den Prozenten wird es dir ausgerechnet. Wenn ich jetzt den Standpunkt vertrete, dass ich stattdessen das ganze Training autoreguliere und sage, ich mache am Montag 5x5 at RIR2 und am Mittwoch 5x5 at RIR4 und am Freitag 5x5 at RIR1, dann könnte man sagen, ich individualisiere ja nicht nur, weil ich die individuellen Regenerationszyklen berücksichtige, sondern vielleicht sage ich dann auch noch, ich wähle extra Übungsvarianten für den oder diejenige aus, die das Training macht. Was würdest du dazu sagen? Ja, also es ist auf jeden Fall sehr viel Input. Grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man davon ausgeht, okay, man trainiert mit Autoregulation und man verändert das von Einheit zu Einheit, dass man dann quasi reingeht und einfach situativ oder intuitiv entscheiden möchte, was man trainiert. Aber letztendlich löst das ja auch eine Art Kettenreaktion aus. Das heißt, das, was man ja in der Einheit macht, erschafft sozusagen eine Struktur, die sich auf die nächste und übernächste Einheit und auch auf die nächsten Wochen auswirken wird. Also egal, ob man das möchte oder nicht. Also ist das dann nicht mehr so individuell, wie man denkt, sondern man müsste quasi immer wieder mit der Anfangsform reinkommen und trainieren und dann oder mit der Ausgangsform quasi trainieren, um jede Einheit, die man dann macht, ohne System gestalten zu können. Und dementsprechend, wenn man eine Grundstruktur vorgibt, die einen da anleitet, dann hat man innerhalb dieser Struktur und innerhalb des Systems die Möglichkeit zu individualisieren. Und dann kristallisiert sich heraus, wo man eine individuelle Anpassung oder eine kleine Veränderung notwendig oder notwendig ist eben. Ja. Ja, ich glaube, also ein Punkt, den man vielleicht auch noch anmerken muss, ist, wir würden ein Trainingssystem nicht festlegen als eine einzige Möglichkeit, Training zu gestalten. Also eben die Idee, man macht, es gibt nur eine Wave mit 5x5 in drei Varianten und alle anderen Übungen sind auch für alle gleich. Sondern ich denke, das, was wir als Trainingssystem sehen, ist, man hat vielleicht sogar fixe Progressionen, die man wählt, aber man hat innerhalb dieser Progressionen verschiedene Stellschrauben. Das bedeutet, man könnte ein Beispiel vielleicht nehmen. Mir würden zwei extreme Beispiele einfallen. Einmal 5-3-1 von Jim Wendler.
man hat eine Basis-Wave und dann hat man irgendwie mit jedem Buch, das rauskam, noch Zusätze bekommen. Irgendwie, man macht die Basis-Wave, man macht einen M-Rap-Satz, man macht Back-Off-Sets, man arbeitet sich auf dem Einser hoch oder man, keine Ahnung. Ja. Eine andere Variante wäre Westside Babel als Extrem. Man hat 4 Tage, die bei den Mainlifts genau festgelegt sind. Man macht maximal an den 2 Max-Effort-Tagen und man macht die Dynamic-Effort-Variante an den anderen 2 Tagen. Der Unterschied ist, oder die Individualisierung, die man ja dann vornimmt, ist bei Westside, man tauscht die Übungen aus, also jeder variiert die Übung von Woche zu Woche. Das ist wieder ein anderer Punkt, der wichtig ist, wenn man eine starre Progression hat. Aber die Übungen werden ausgetauscht und angepasst und jeder kann sich auch noch seine quasi Max-Effort-Lifts, die für ihn wichtig sind, raussuchen oder rausfinden. Und das ist eben ein Punkt, den du angesprochen hast. Innerhalb eines starreren Systems, wenn ich jeden Montag Max-Effort Squats mache oder Deadlifts mache, dann weiß ich nach einem halben Jahr, indem ich quasi Übungen durchtausche und ausprobiere, weiß ich dann, welche haben den Übertrag vielleicht. Ja. Weil das System konstant bleibt. Das bedeutet, ich halte bestimmte Konstanten fix und dadurch kann ich sehen, wo meine Variation quasi eine Auswirkung hat. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass nicht nur die Mainlifts, also es sind jetzt beides quasi Powerlifting-lastige Systeme, nicht nur die Mainlifts irgendwie den Trainingsstimulus ausmachen, sondern man könnte sagen, bei Westside ist es so, die Mainlifts machen alle zusammen und danach ergießt sich die Meute in den Trainingsraum und jeder macht die Assistance, die seinen individuellen Schwachpunkten entspricht oder ihren individuellen Schwachpunkten entspricht, sodass man dann ja eine Individualisierung hat und dann auch das Volumen einigermaßen angepasst wird. Ich meine, die sagen dann schon irgendwie, man macht 50 Trizeps-Extensions und 50 Rows oder so, aber das ist ja dann relativ variabel. Ja. Ja, und also ich glaube, das ist, muss man vielleicht noch dazu sagen, dass wir ein Trainingssystem als etwas definieren, man könnte sagen, eine grundlegend strukturierte Idee des Trainingsablaufs und eine grundlegend strukturierte Idee dessen, wie man Progressionen schafft. Und das ist natürlich dann auch immer in gewisser Weise zielgerichtet, weil eine Progression für einen Powerlifter wird auf andere Dinge fokussiert sein als die Progression für einen Bodybuilder. Absolut, ja. Und vor allem, wenn du jetzt jemanden hast, der neu kommt, der neu trainiert wird, dann brauchst du ja ein gewisses System oder eine Erfahrung, das darauf beruht, um den halt quasi dorthin führen zu können, individuell zu trainieren. Denn nur wenn du über das System bestimmte Bewegungsmuster und Fähigkeiten schulst, kannst du denen auch erlauben, quasi dann fortgeschritteneren Methoden zu machen. Wohingegen, wenn du da den gleich reinwirfst und autoregulieren lässt und verschiedene Methodiken mit dem gleichzeitig ausprobierst, nur mit der Absicht, individuell zu arbeiten, dann wird er das nicht lernen und auch nicht so zeigen können, wie wenn er davor dieses System durchtrainiert hätte oder diese Struktur gehabt hätte und jetzt auf Grundlage dessen halt zum Beispiel seine Explosivkraft entwickeln kann. Und dann ist es halt auch so, dass es halt wichtig ist, zum Beispiel, du hast ja mal dieses Beispiel gebracht von dem Sprinter, wo man herausgefunden hat, in welchem Rhythmus der quasi sprinten kann, damit er sich nicht verletzt. Ja. Das ist unmöglich, so eine Individualisierung herauszufinden, ohne davor halt ein System zu haben, eine Struktur zu haben, in der sich das halt abzeichnet und dann eben halt auch die Trainingsanpassung stattfinden kann. Und das ist ein super Beispiel. Das ist Rutherford hieß er, glaube ich, Weitspringer. Den hat Dan Pfaff dann trainiert, als der eben im Zuge der Vorbereitung der Olympischen Spiele in London die UK Athletics übernommen hat.
Und er hat herausgefunden, also die haben eine eingehende Anamnese gemacht mit dem Lifestyle-Faktoren, Stress, alle, also verschiedene biomechanische Screenings, haben sich angeschaut, was er so macht, wie seine Leistungswerte sind, haben seine medizinische Historie, sind sie durchgegangen. Also es war ein mehrtägiger Audit-Prozess quasi und dann Auswertung, also schon sehr detailliert. Ja. Und dann ging es darum, rauszufinden, wie man den belasten kann. Und was man halt gesehen hat, ist, dass er einen bestimmten Rhythmus hatte in seinen Wettkämpfen, in denen er, ich glaube, der hat dann 3 Wettkämpfe immer gemacht und der dritte war immer der, wo er sich dann wieder verletzt hat. Und er hatte wahnsinnig viele Verletzungen und auch relativ schwerwiegende. Und sie haben natürlich an so Lifestyle-Faktoren gearbeitet, wie also Schlaf, Ernährung und solchen Sachen. Aber was ein Kernpunkt war, ist, Denfaff hat etwas, was er im Zuge seiner Systematisierung des Trainings herausgefunden hat, für sich, für diese Gruppen, also Springer und Sprinter, hat er herausgefunden, es gibt im Prinzip 3 Typen an Einheiten, die er macht oder die man macht, um das Ganze zu entwickeln. Und dadurch hat sich ein 3-Day-Rollover-Cycle entwickelt. Das bedeutet, man macht diese 3 Einheiten und dann wieder. Der Rhythmus, in dem man die macht, ist eben unterschiedlich. Und sie haben dann herausgefunden bei dem Rutherford, dass es bei dem einfach funktioniert, dass wenn der 3 Trainingseinheiten in einer Woche macht, dann macht er Fortschritt, ohne sich zu verletzen. Und wenn er alle 10 Tage eine Krafttrainingseinheit macht, dann kommt er damit klar. Und wann immer sie quasi den Rhythmus mehr gestaucht haben, also quasi mehr Training machen wollten, hat es nicht hingehauen. Und jetzt muss man dazu sagen, der hat bei den London Olympics auch noch Gold gewonnen. Also es ist auch noch richtig gut ausgegangen. Mein erster Gedanke war natürlich, ist das nicht ein Bestätigungsfehler? Weil, und das ist so der grundlegende Gedanke, ja, der Individualisierung immer im Training so antreibt, ist, wenn Dan Pfaff dieses fixe Trainingssystem hat mit diesen 3 Sessions und in diesem Trainingssystem schafft dieser Typ nur 3 Sessions pro Woche und alle 10 Tage nur eine Krafttrainingsübung, sollte man dann nicht das System so ändern, dass der doch mehr Trainingseinheiten in der Woche schafft, weil dann der Stimulus ja vielleicht besser ist und weil man dann mit quasi klügerem Training mehr Training schafft, ohne die Verletzungen zu provozieren. Und das war was, worüber ich relativ lange nachgedacht habe, weil ich finde es immer faszinierend, solche Dinge zu hören. Und ich meine, der Erfolg gibt diesen Leuten recht. Und es war jetzt auch kein irgendwie, war schon ein guter Athlet, aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, das ist einfach der Überathlet. Das ist klar, dass wenn der gesund ist, dann gewinnt der. Deshalb habe ich versucht, da relativ viel drüber nachzudenken. Und wenn man dann aber bei anderen erfolgreichen Trainern dieses gleiche Schema immer liest, dann, weil, also man sieht es bei Bondarczuk und sowas, und auch ein mega erfolgreicher Trainer, der immer wieder verschiedene Athleten bekommt. Und dann kann man natürlich auch überlegen, ob nicht die Gegenthese vielleicht zutrifft. Und das ist, wenn ich über ein System einen kontrollierbaren Raum des Trainings schaffe, dann kann ich eben das Feedback tatsächlich auswerten. Das bedeutet, wenn ich kann einerseits sagen, der Athlet ist der Fixpunkt, und alles andere muss sich drumherum gruppieren, dann habe ich wahnsinnig viele Variablen, die ich verschiebe und ich brauche ewig lang, weil im Prinzip kann ich immer nur eine Variable verschieben im Training. Also ich kann nicht einfach eine 4. Einheit in der Woche dazu packen, sondern im Prinzip könnte ich eine Übung, also einen 4. Tag mit einer Übung dazu packen, schauen, ob es gut geht, dann kann ich die anderen 3 aber schon nicht progressieren. Ja. Dann nehme ich wieder eine Übung dazu, weil sonst kann ich nicht ausschließen, was war dann irgendwie zu viel oder was war ein Problem. Und dann läuft man in ein logisches Problem rein. Und zwar, ich nehme dann immer Übungen dazu, aber ich kann die anderen nicht progressieren. Und das bedeutet, ich müsste ja die anderen Übungen konstant halten über Wochen. Was bedeutet, das simuliert ja schon wieder nicht Training, weil
wenn ich die konstant halte, gewöhnt sich der Körper ja an diesen Stimulus. Und dann ist es ja quasi schon wieder ein verzogenes Abbild zu sagen, ah, jetzt habe ich drei Übungen dazugenommen und es geht, also das geht. Und dann behalte ich diese drei Übungen dazu, weil das läuft. Und dann fange ich an, die anderen Einheiten zu progressieren und dann zerreißt es den vielleicht trotzdem wieder. Und genau diesen Punkt umgeht man mit einem fixen Trainingssystem. Wenn ich die Struktur gleich lasse und die Progressionen quasi mit einem vorgegebenen Schema habe, dann kann ich innerhalb dieser Progressionen abweichen. Das bedeutet, der hat vielleicht auch die Grundidee, man hat diese 3-Tages-Rollover-Cycle und dann hat man eine gewisse Progression in der ersten Einheit, in der die dann, das wird zu kompliziert, aber in der ersten Einheit, in der sie Schnelligkeit entwickeln, fangen die an, am Anfang die Pausenzeiten kurz zu lassen. Weil er sagt, naja, man braucht eh erst eine quasi spezifische Arbeitskapazität, die man entwickeln muss. Und durch die kürzeren Pausenzeiten können die nicht so schnell laufen, was im Prinzip die Arbeitskapazität steigert und die Schnelligkeit noch nicht. Aber das ist auch noch nicht so wichtig, weil da muss man erst reinkommen und das ist quasi so spezifische Gewöhnung. Und das kann er anwenden, genauso wie er es geplant hat, dann die Pausenzeiten senken und dann sieht er, wie dieser Athlet auf diese Anpassungen reagiert, weil er ein Abbild hat von den anderen Athleten. Das bedeutet, man hat auch einen Hintergrund, zu dem man vergleicht. Und das hat man bei den anderen Ansätzen eben nicht. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, weil bei den anderen Ansätzen nehme ich Dinge dazu und nehme die ja in einem individuellen Kontext dazu. Dann habe ich lauter individuelle Punkte und ich weiß nicht, wo meine Mittellinie ist, um die der Vergleich schwankt. Und das macht eigentlich diesen Ansatz der Individualisierung, wie er oft gewählt und verstanden wird, glaube ich, zeigt, dass der eigentlich nicht, der sei eigentlich nur so hingeworfen. Das ist einfach nur ein educated guess und keine große Überprüfung. Ja, du, ich denke, du sprichst auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an. Und zwar, soweit ich das rausgehört habe, brauchst du die Gruppe oder die Dynamik und das System, um dich in Relation zu dessen individualisieren zu können. Das heißt, wenn du jetzt eben mit dem parallel durch dieses Trainingssystem läufst, dann wird es schwierig, wenn jeder innerhalb dieser Gruppe, innerhalb derselben Zeit die Anpassung zum Beispiel Erhöhung der Explosivkraft erreichen möchte, wenn alle dieses Ziel nicht also verfolgen oder halt nicht verfolgen, dann wird schwierig, da quasi Trends oder Tendenzen rauszufiltern. Das heißt, wenn jeder einfach auf sich individuell lostrainiert, dann kann man da kein Grundmuster rausfiltern, was halt funktioniert. Das heißt, im Endeffekt müssen die das in gewissermaßen ähnlich durchlaufen, damit sie dann, wenn sie diese Rollovers in dem Fall trainiert haben, sich dann in Relation zur Gruppe oder halt zu dem System individualisieren können. Und es wird halt auch schwierig, sich dem zu entziehen, was man, wie du sagst, letztendlich die letzten Monate trainiert hat. Denn wenn man da trainiert und gewisse Anpassungen stimuliert und einen gewissen Rhythmus trainiert, beeinflusst das natürlich das, was man dann danach macht. Das heißt, im Nachhinein kann man nicht sagen, okay, so jetzt trainiere ich einfach individuell oder intuitiv, sondern das führt dann zu so einem gewissen, ja, auch für den Athleten Handlungsschema, das er nicht ablegen kann, außer er versucht gezielt dagegen zu planen, was ja auch wieder eine Art System wäre Ja. in der Man kann das System nicht tricken. Nee. Ja, ich glaube eben, du zeigst es ja auch gut auf. Ich glaube, dass es einfach wesentlich mehr Probleme bei der Individualisierung gibt und bei der Systematisierung von Dingen, die man vielleicht auf den ersten Blick immer ein bisschen überhastet oder die man vielleicht nach hinten schiebt, wenn man sich denkt, darüber mache ich mir später Gedanken, aber eigentlich stehen sie relativ weit vorne. Und also ich muss ja auch zugeben, dass ich, also ich würde sagen, das war einer der,
der schlechtesten Einflüsse, dem ich mich in den letzten paar Jahren hingegeben habe, dieser Idee der Individualisierung, die quasi zu extrem rauszureißen. Und oft geht es dann damit einher, dass man versucht, KPIs zu definieren, was man ja immer will. Also man will ja, egal wen man trainiert, in der Reha macht man es ja auch. In der Reha hat man KPIs, die man erreichen will, nach einem Kreuzbandriss eine bestimmte Kraft in der hinteren Oberschenkelmuskulatur, eine Aktivierung vom Quadrizeps, Einbeinstabilität. Also man hat bestimmte KPIs, auf die man hinarbeitet und auf die der Trainingsplan auch ausgerichtet ist. Und so ist es ja auch bei einem Sportler. Wenn ich lege fest, welche Tests ich mache. Ich mache 30 Meter Sprint und Drop Jump und eine Kniebeuge oder keine Ahnung. Das Problem ist natürlich, oder das Lustige ist, ich muss die Übungen, also ich muss die Tests standardisieren. Also ich brauche ein Testsystem, damit ich die Leute miteinander vergleichen kann in ihren Werten und in der Entwicklung, damit ich den Fortschritt abbilde und sehen kann, ob mein individueller Ansatz richtig ist. Ja. Also ich habe für alle die gleichen Tests in einer Sportart oder zumindest auf einer Position und trainiere die unterschiedlich. Mhm. Und schaue ich, wie sie in diesen Tests abschneiden, bei denen ich sage, die bilden spezifische Punkte nach, die quasi die Leistungsfähigkeit in der Sportart wiedergeben. Also ein Running Back sollte eine Zeit um die 4,5 laufen zum Beispiel, lege ich fest, also auf 40 Yards. Und dann schaue ich, wie meine Running Backs abschneiden mit ihren einzelnen Trainingsprogrammen. Dann komme ich in das Problem rein, dass ich habe 5 Running Backs und alle 5 haben sich unterschiedlich entwickelt und alle haben unterschiedlich trainiert. Woher weiß ich eben, was ist mein Fehler gewesen? Und das ist eben so dieses, wenn man quasi rückwärts denkt, wenn man einfach nur denkt, das sind die KPIs. Ich gehe das Individuum als Trainingszentrum an und dann habe ich einen optimalen Prozess und über die Rückschlüsse, die ich dann treffen muss, wenn ich meine Ergebnisse habe, mache ich mir später Gedanken. Und ich glaube, das ist auch so ein zentraler Punkt, der oft verloren geht, weil es entweder dann zu keinen Tests kommt. Das ist, glaube ich, so in der im Breitensport halt ein großer Punkt. Oder weil man, wenn man jetzt in einem privaten Sektor wie bei uns arbeitet und nicht das Glück hat wie wir, dass wir so lange mit Leuten zusammenarbeiten, dass man quasi du hast die dann für eine Off-Season, ja, und dann siehst du den Fortschritt in einer Off-Season und dann kommen die nicht mehr oder kommen wieder und dann hast du quasi halt wieder 4 Wochen Fortschritt oder 4 Monate. Ja. Und ich glaube, das nährt in vielerlei Hinsicht viele falsche Überlegungen über Individualisierung, weil man quasi diesen Abgleich einfach nicht hat, weil man immer wieder einen neuen Trainingsprozess hat, ja, statt einen durchlaufenden. Ja. Und ein Punkt, der vielleicht auch noch wichtig ist, wenn man sich generell überlegt, was ein System ist. Ein System ist ja etwas, das quasi durch synergistische Effekte in Zusammenwirken der einzelnen Dinge einen größeren Effekt hat als die Summe der einzelnen Teile. Und das ist, denke ich, für Training ja auch wichtig, weil du hast es vorher angesprochen, mit einem Problem, wenn man autoreguliert, dann beeinflusst das, was ich in dieser Einheit mache, meine nächste Einheit. Ja. Also, weil Training beeinflusst sich immer gegenseitig jede Einheit. Aber das Zusammenspiel der einzelnen Einheiten muss ja in einem größeren Kontext stehen. Also habe ich selbst, wenn ich autoreguliere, muss ich ein System dafür haben. Ja, und vor allem, wenn du halt in einer Gruppe quasi trainierst und jeder autoreguliert quasi so, wie er denkt oder in einem unterschiedlichen Muster, dann wird es schwierig, dass man quasi eben diesen auch synergistischen Effekt bekommt, indem man gewisse Sachen lernen kann von fortgeschritteneren Athleten oder Trainierenden
und dann keinen Abgleich hat, quasi. Also wenn man sieht, okay, das funktioniert bei dem mit der Trainingserfahrung sehr gut, also der entwickelt sich durch durch diesen Rhythmus oder durch diese Kombination an Übungen über einen gewissen Zeitraum sehr gut. Aber bei mir funktioniert das quasi nicht. Dann kann man eher, wenn die Systeme sich quasi überschneiden oder die Kombinationen sich überschneiden, also ja, Belastungsaufbau und vielleicht abstrakt gesehen der Übungsfilter, also nicht speziell die Übung, sondern der Übungsfilter, dann kann man eher gucken, okay, wie kann ich das quasi anpassen, damit ich auch individuell quasi mehr rausholen kann. Ja. Ich glaube, wir haben ein Thema aufgegriffen, das ganz schön abstrakt und schwer zu verstehen ist. Ja, absolut. Aber vielleicht damit wir es ein bisschen anschaulicher abschließen, ein Beispiel wäre, wenn ich einen Athleten trainiere und wir haben schon über langfristige Entwicklung geredet. Also ich denke, die Konstanz im Training ist etwas, was quasi eine Gegebenheit sein sollte. Also man kann sagen, erfolgreiches Training kann nur passieren, wenn es konstant passiert. Und ich habe einen Athleten und lasse den ein fixes Trainingssystem anfangen, bei dem ich vielleicht sogar sage, das ist der Trainingsblock, den mache ich mit jedem am Anfang. Und dann sehe ich quasi, wie der damit zurechtkommt. Und dann mache ich den Trainingsblock vielleicht nochmal mit einer Variation und sehe, wie er damit zurechtkommt. Dann habe ich die Möglichkeit, aus einem quasi fixen, absolut unindividuellen System mit jedem Trainingsblock ein individuelleres System zu machen, bei dem ich immer wieder eine Feedbackschleife habe, über die ich sehe, wie gut funktioniert es, wie gut funktioniert es nicht. Und dann kann ich natürlich, weil man vielleicht einen Athleten hat, wie nehmen wir mal einen Powerlifter, weil das immer super einfach ist, dann hat ein Powerlifter, der hat grob gesagt drei verschiedene Phasen. In der einen versucht er Muskeln aufzubauen, weil er noch Platz in der Gewichtsklasse hat, also ein Hypertrophieblock. In der anderen geht es darum, quasi Kraft auszunutzen oder Kraft aufzubauen. Niedrigere Wiederholungen und dann hat er einen Block, der spezifisch ist als Vorbereitung für den Wettkampf. Wenn man das so macht, dann hat man über die Zeit drei Blöcke entwickelt, quasi aus dieser grundlegenden Struktur drei Blöcke herausgeprägt, wo man sagt, ah, damit kann ich bei dem das Ziel gut erledigen. Und so hat man eigentlich aus einem super unindividuellen Ansatz vielleicht einen sehr individuellen gemacht, bei dem man eben weiß, im Grunde funktioniert er. Und mit jedem Mal, mit dem ich das wieder mache, ändere ich vielleicht ein bisschen was, weil man auf den gleichen Stimulus nicht immer gleich reagiert. Und so habe ich dann quasi einen immer fortwährenden Individualisierungsprozess, der eben seinen Grundstamm quasi hat in einem absolut rigiden System, wenn man so will. Ja, und vor allem, wenn du dann diese Zeitpunkte hast, weil du beschreibst ja dann quasi Zyklen, wo das getestet wird, siehst du dann letztendlich das Feedback oder die Anpassung, auf die du halt hintrainiert hast. Und siehst, wie kann er das realisieren und muss ich vielleicht rückblickend, weil dann hast du ja immer bestimmte Zyklen, die du dann auch besser vergleichen kannst. Unter ähnlicheren Bedingungen muss ich da etwas ändern, vielleicht die Aneinanderreihung von Blöcken verändern oder hat das gut funktioniert und macht es quasi Sinn, das nochmal zu wiederholen. Ja, weil deswegen sind auch wahrscheinlich die regelmäßigen Zielzeitpunkte, wo man sich das eben anschaut und dann halt eben einen Rahmen fasst für die Überprüfung so wichtig, um da zu sehen, okay, passt das so oder individualisiere ich das Ja. in welchem Rahmen auch immer? Ja. Falls ihr jetzt natürlich viele Fragen habt oder einfach davor sitzt und euch denkt, ihr müsst das anders erklären, dann lasst es uns wissen. Lasst uns einen Kommentar da.
Vielleicht entwickelt sich ja hier eine schöne Diskussion auch. Vielleicht, wenn ihr eine andere Meinung habt, lasst uns das auch wissen. Und in diesem Sinne erstmal adios und bis zur nächsten Folge. Peace.